Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu meinem nächsten Let's Play-Projekt, nämlich Diablo 3. Was natürlich auch ein Rollenspiel ist, was ich euch natürlich auch beim dem 300-Abo-Special-Video gegen Ende gesagt habe. Und ich habe hier auch meinen Bruder eingeladen, nämlich der Markus. Guten Tag allerseits. Der jetzt eine sexy Lady hat. Ja. Ja. Eine Zauberin? Ja, eine Zauberin. Und, es gibt eigentlich nicht allzu viel zu sagen zu dem Spiel. Es ist ja an sich ein sehr bekanntes Spiel. Und, ich wechsle auch erstmal kurz den Helden. Also, das ist jetzt mein aktueller Spieler, der jetzt Level 50 ist. Und jetzt machen wir alles wieder von vorne. Ja, hier kann man auch nochmal kurz einen Spielstand von meinem Bruder sehen. Er ist ein sehr... sehr weiter, also ein bisschen weiter als ich. Er ist ja schon Level 70 und die blaue Zahl bei ihm beträgt schon 56. Und ich bin fleißig am Fahren. Er ist sehr fleißig. Und naja, ich bin eigentlich auch fleißig, aber naja, noch nicht so weit wie mein Bruder. Das kommt noch. Ja, das kommt noch. So, dann wechsle ich jetzt auch mal den Helden. Also, ich habe hier natürlich verschiedene schon hergestellt auf Screen. Einmal der Kreuzritter, jetzt der aktuelle Spielstand mit dem Dämonenjäger, der Barbar und der Hexendoktor. Und ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich hab's aktuell ganz niedrig eingestellt. Ja, warte mal, dann mache ich das auch mal ganz schnell. Oder zumindest nicht ganz niedrig, sondern nur ein bisschen. Musik. Lautstärke. Mach ich mal ein bisschen leiser. So, ja, 75, das muss reichen. Ja. So, okay. Zurück zum Spiel. Und, ja, Helden wechseln. Also, ich habe hier Kreuzritter, Dämonenjäger, Barbar und Hexendoktor. Und ich werde für das Let's Play jetzt auch nochmal den Dämonenjäger nehmen. Und ihr habt es ja schon bei meinem Bruder gesehen, er nimmt die Zauberin. Mhm. So. Wenn du den hergestellt hast, bevor du auf bestätigen gehst, ist unten links, das sind zwei Fenster, wo du mit dem Blatt... Ja, Hardcore-Held und sensorialer Held. Und ja, ich weiß, ich nehme den sensorialer Held. Ja. Ja. Also, hier kann man auch nochmal die Klassen sehen. Barbar, Kreuzritter, Dämonenjäger, Mönch, Hexendoktor und Zauberer. Ja, die Barbaren und die Kreuzritter sind spezialisiert auf das Attribut Stärke. Das heißt, sie hauen natürlich mehr zu und verursachen dadurch auch sehr viel Schaden. Dann der Dämonenjäger, den ich jetzt auch nehmen werde, basiert auf die Geschicklichkeit. Der Mönch auch auf Geschicklichkeit und sowohl der Hexendoktor als auch der Zauberer, die basieren auf die Intelligenz. Nicht nur. Ja. Intelligent und Leben. Zum Großteil. Ja, okay. Dann nehme ich den Dämonenjäger. Und dann gebe ich schnell meinen Namen ein. Achso. Okay. Und dann wollen wir mal anfangen. Hast du deinen ausgewählt? Du bist nämlich bei mir immer noch Stufe 50. Ja, Moment. Ah. So, jetzt. Jupp. So. Also, wir können jetzt zwischen der Kampagne und dem Abenteuer wählen, aber wir machen natürlich erstmal die Kampagne. Genau. Also, ach, das wollte ich auch noch ganz kurz sagen, bevor das Intro gleich beginnt. Wir werden sowohl Diablo 3 als auch Diablo 3 Repair of Souls Let's Playen. Allerdings nicht hintereinander. Repair of Souls werden wir erst im späteren Verlauf aufnehmen. Mhm. Aber jetzt kommt erstmal Diablo 3 und das wird ein sehr, sehr umfangreiches Projekt. Aber dafür ein sehr geiles. Ja. Ja, davon. Fluchen. Ja, mit Sicherheit. Ja, dann wollen wir mal beginnen. Jo.
So. Spiel starten. Oh Mann, jeder beginnt wieder mit Level 1. Yay. Ach, das geht schnell. Ja, und ja. Jetzt halte ich erstmal die Klappe. Jo, ich auch. Eventuell. Ja, doch. Meine Familie wurde von der Höllenbrut dahingemetzelt. So etwas mit ansehen zu müssen, kann einen um den Verstand bringen. Der Wahnsinn tötete meine Schwester. Ich war allein und verängstigt, bis ich gerettet wurde. Gerettet von Überlebenden, die gemeinsam die Welt von den Kreaturen der Hölle befreien wollen. Sie erkannten in mir die Stärke, den Dämonen zu widerstehen. Und sie formten mich zu einer Waffe. Nun bin ich bereit. Ein Meteor ist auf Tristram niedergegangen. Und daraufhin sind die Toten auferstanden. Ich werde sie in ihre Gräber zurückschicken. Ich bin mit dem Intro durch. Einst war ich Gejagter. Ich noch nicht. Also. Nun bin ich der Jäger. So, jetzt aber. Ja, das war ein sehr cooles Video. Und ja, mein Bruder muss wieder hier schon direkt aufmucken. Ach, der gefallene Stern ist nahe. Ja, also, es ist auch eigentlich vergleichbar mit dem Spiel Tiger Quest. Ein bisschen, zumindest. Ah ja, ich muss ja auch erstmal das Interface hier ein bisschen erklären. Also, unten links ist unser Leben. Und mein Bruder kloppt hier schon, wie verrückt. Ja. Moment. Dann kannst du nur ganz normal erklären. So, und unten rechts ist Hass. Hass benötigen wir, um spezielle Fertigkeiten im späteren Verlauf zu benutzen. Ich habe die Ahnenkraft auf der rechten Seite. Und auf der rechten Seite ist Disziplin. Das ist halt unser Mana. Ja, bei dir ist es ja, glaube ich, wieder was anderes, weil du ja jetzt Zauberin bist. Ja, ich habe nur die arkane Kraft. Und ja, hier unten ist das unser Erfahrungsbalken. Das heißt, wir haben jetzt momentan 78 Erfahrungspunkte insgesamt schon eingesammelt und bis 280. Und dann haben wir ja schon unser erstes Level up. So. Hier können wir automatisch uns heilen mit den Heiltränken, allerdings nur, ja, wir können zwar permanent die Tränke benutzen, wir haben unendlich davon, aber ihr seht es ja, Ablenkzeit dauert 30 Sekunden und da muss man in der Zwischenzeit bei stärkeren Gegnern schon ein bisschen taktisch überleben. Dann haben wir hier die Fertigkeiten, da haben wir jetzt momentan bei Premier den sogenannten hungrigen Pfeil. Feuert einen durchschlagenden Pfeil ab, der sich weitere Gegner sucht. Und wir benötigen da entweder einen Bogen oder eine Armbrust. Und die anderen Fertigkeiten sind noch nicht freigeschaltet. Das ist logisch, weil wir ja auch gerade erst anfangen. So, dann haben wir hier einmal noch das Inventar. Momentan haben wir hier noch 0 Goldmünzen. Wir haben noch nichts ausgerüstet oder so. Wir haben momentan nur 8 Stärke, 10 Geschicklichkeit, 8 Intelligenz und 9 Vitalität. Und wir verursachen 3,38 Schaden. Zähigkeit ist bei 205 und Erholung 0. Aber das kommt alles noch, das wird noch alles noch besser und geiler. Ah ja, und Tristram ist hier natürlich die Stadt. Was, glaube ich, auch bei den anderen
Diablo Tyne auch so hieß. Das Dorf oder die Stadt. Also, wir haben zwar auch den ersten Teil von Diablo auf PC, aber auch auf PS1 Plus. Wir haben den ersten Teil noch nie komplett zu Ende geschafft, weil der erste Teil unglaublich schwer ist. Und wir sind einfach inkompetent. Ja, zumindest für den ersten Teil. Und der zweite Teil, mal gucken, vielleicht werden wir den auch mal irgendwann mal let's playen. Schauen wir mal. Ja. Und ja. Und dann wollen wir mal den Hauptmann Rumford ansprechen. Ich bin hierher gereist, um den gefallenen Stern zu finden und das Böse, das von ihm ausgeht, aus diesem Land zu tilgen. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Rumford, da sind noch mehr! Wir können die Tore. Ach du Scheiße! Yay! Wir dürfen gegen Zombies kämpfen. Es kommen immer mehr! Noch mehr? Yay! Leck! Lauf an mir! Und unser erstes Level Up! Ja. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Meins. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Ja, ich habe auch ein Level Up bekommen. Nee. Nee? Achso, nee, dann warst du das noch. Okay. Ey, cool! Geil! Ah ja! Ah nee, nee. Das war mein Froststrahl. Okay. Okay, unsere Aufgabe ist natürlich immer auf der rechten Seite unter Questziele und wir müssen jetzt Folgendes machen. Sprech mit Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb an. Jo, das werden wir jetzt tun. Und jetzt sind wir auch schon in der Stadt. Die Kirche von Takarum ist in Ungnade gefallen. Nein. Welcher Glaube kann uns jetzt noch retten? Das ist eine gute Frage. Ende der Welt, seht ihr das nicht? Geil. Und ihr seht ja jetzt auf der Karte so einen blauen Stern. Das heißt, wir können mit denen auch immer sprechen. Und jetzt ist er tot. Und das werden wir auch tun. Wagt es ja nicht, einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen, während dieser vollgefressene Feigling versucht hat, wegzulaufen. Oho, die sind ja ganz schön nett hier. Ein paar Helden bekämpfen sich gar nicht weit von hier. Wollt ihr mitmischen? Oh, und von mir habt ihr das nicht verstanden? Nee, das Übungsgelände brauchen wir nicht. Nee. Ihr wollt eure schöne Ausrüstung nicht beschädigen? Darüber müsst ihr euch hier keine Gedanken machen. Wartet doch. Genau genommen stirbt ja auch niemand. Enttäuschend, wenn ihr mich fragt. Tja, ist halt so. Neck. Jeder hat doch mal ein kleines bisschen Haue gern, oder? Ab und zu mal, was ist denn jetzt passiert? Hm? Was? Achso, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt in der Kapelle. Achso. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Nö, nicht direkt. Dann können wir auch erstmal weiter marschieren. Ich gehe mal kurz hier raus. Und dann. Okay. Dann gehe ich auch mal ins Gasthaus. Und mit den Leuten schon gesprochen. Jetzt ja, ich noch. Bevor du mit Lea. Hol ich eben das Tagebuch. Ah ja, ich auch. Seit 6 Tagen wird die Menschen belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber. Wenn nicht bald Hilfe eintrifft. Tja, wir sind natürlich die Hilfe und wir werden alles schön machen. So, jetzt habe ich ein Level Up bekommen und jetzt können wir auch erstmal eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit benutzen. Aufspießen. Werft ein Messer, das Gegner aufspießt. Ja, es klingt jetzt natürlich noch ein bisschen trocken, aber im späteren Verlauf wird es immer geiler. Ja. Ja, gut, dann sprechen wir mal mit Lea. Lea, Rumford sagte, ihr habt den Einschlag des fallenden Sterns überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Na klar!
Bums. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Ja. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Okay. Sprecht mit Hauptmann Rumford am Tor von Neu-Tristram. Jawohl. Das werden wir auch tun. Ah, hier ist doch ein Buch. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht. Und so hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. Tja, ist logisch, wenn mehr und mehr Dämonen erscheinen. Und Monster. Dann lass uns mal ein paar Zombies jagen. Moment. Moment. Wir hätten niemals auf diesem verfluchten Boden bauen dürfen. Was machst du jetzt? Ja. Die sprechen hier. Ja, ist halt so. Also wir werden hier alles, was mit Dialogen zu tun hat, natürlich auch anhören.